Und damit herzlich willkommen zurück bei Norman Skies in der Base von Lindemann 67 Berlin. In der letzten Folge, ja, da haben wir noch mal ein bisschen versucht, hier eine Mission zu machen, aber die ist ja kläglich gescheitert. Die große Raffinerie ist immer noch im Gebrauch. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Ich durchsuche noch mal hier. Ist nichts drin. Ich lass die mal auf. Komm. Theoretisch könnte ich die Sachen jetzt hier wieder abernten. Das lasse ich aber diesmal, ne? Wir haben es einmal mitgenommen. Wir müssen es noch das zweite Mal mitnehmen. Was ist das denn hier? Ach, was. Ach, was. Ein Teleporter. Wow. Ich glaube, der Lindemann hat hier ein bisschen weitergebaut. Kann das sein? Kann das sein? Ist das so? Ist das wirklich so? Das ist ja der Wahnsinn hier. Okay, hier kommt man... Achso. Mhm. Das ist natürlich der perfekte Ausgang und Eingang hier an der Ecke, ne? Ja, das ist echt ein Meisterwerk. Okay, hier können wir gar nicht mehr lang. Okay, pass auf. Dann gehen wir jetzt mal wieder zum Portal. Mehr können wir hier nicht machen. Ich wollte nur mal gucken wegen der Raffinerie. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht. Ja. Okay, vielleicht hat sie auch schon jemand anderes genommen, ne? Man weiß ja nicht. Okay, pass auf. Jetzt ist die Frage. Ich hätte... Ach, guck mal. Ich hätte mir... das auf jeden Fall merken sollen. Ich gehe nochmal hier vorne hin. Was war das denn nochmal? Hello, Traveler. Ja. Okay. Nachricht melden. Wenn ich die melde, ist es dann... Ich mache es lieber nicht, ne? Weil es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder Nachricht melden, dass das böse ist. Oder Nachricht melden, ich melde mich auf der Nachricht. Auf die Nachricht, ne? Ja, das kann ja der Kollege Lindemann ja mal in den Kommentaren, ne, schreiben, wenn er mag. Liebe Grüße gehen an diese Stelle auch wieder an dich raus, mein Lieber. Okay, pass auf. Hello, Traveler. ja, wo war denn jetzt hier nochmal Dings? Wo war denn hier nochmal, wo war das denn nochmal? Ah, da vorne, okay. Ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Planet das war. Wo wir die geborgenen Daten alle hatten. Hustensohn 4. Ich würde vielleicht jetzt nochmal eben... Ich wort mich nochmal zu Faulig City. Vielleicht haben wir da noch irgendwas wieder, ne? Was wir machen können. Aber ansonsten... Ach Mist, ich weiß nicht mehr, welcher Planet das war. Fuck it, ey. Ich hab mir den nicht auch nicht... Ich hab mir den auch nicht aufgeschrieben, ne? Nee. Da hätte ich meine Basis drauf bauen sollen. Oder habe ich denn Basis drauf? Ah, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Okay. Hallo, euer Bürgermeister ist wieder zu Hause. Was? Verarschen? Okay. Bip, 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 bip. Ja. Die kriegen wir jetzt auch so weg. Hallo? Entschuldigung. Sowas nennt man sexuelle Belästigung, mein Lieber. Mein Lieber. Da muss ich hier immer an Jorgo Liebert denken. Kleiner RP-Insider-Witz. Ne? Jorgo Liebert, wenn du das siehst, liebe Grüße gehen raus. Du alte Maus. Okay. Ich könnte jetzt auch auf die Schnelle nochmal einen Alfred rufen, aber das macht keinen Sinn. Obwohl, vielleicht doch. Warte mal, ich will mal hier, wir können ja gerade mal... Okay, voll auf die Nuss, alles klar, ciao. So, zack. Und einmal hier, zack. Ja, bitte nicht verstecken und bitte nicht verkeilen. So. Alle sind aus dem Häuschen. Alle sind wirklich, alle sind hier aus dem Häuschen, ne? Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt, mein Gott! Ah, ey, fuck doch die Bitch an der Wand. Ich meine natürlich... Hey. Okay, das macht keinen Sinn. Wir nehmen wieder hier unseren Blitzwerfer. Ich glaube, das geht am schnellsten. Oh Gott. Junge, Junge, ist das nervig. Ai, ich bin gleich tot. Alter, Lecco Mio Grande. Lecco Mio Grande, warum sind die denn auf einmal so...
so krass am Fighten, Alter. Das Problem ist, dass sie sich jedes Mal wieder... Ah, das ist so ein Scheiß. Dass sie sich jedes Mal wieder selber, ne? Heilen. Also auch ganz schnell. Das ist immer so das Problem. Okay, pass auf. Nein, das ist falsch. Das ist richtig. Das ist richtig. Alfred, hier einmal und einmal. Let's go. Jetzt machen wir sie weg. So. Auf die Schnauze, Junge. So. Hör auf zu heilen, verdammt! Die Stadt liegt zwar gleich in Trümmern alles, ne? Waffenladung aufgebraucht. Was? Oh, wie schnell geht das? Mein Gott, wie schnell geht das denn? Zack. So. So, jetzt habe ich euch. Ja, da guckt er blöd, wa? Waffenladung schon wieder aufgebraucht. Hä? Warum ist das denn so schnell weg? 99%, 98, 97, 96, okay. Haben wir, ne? Junge, 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 Junge. Willst du mich verarschen? Er ist ausgeschaltet, sehr schön. So, neue Entscheidungen sind verfügbar, dann schauen wir mal. So, Kapverräte, danke dir. Ich freue mich. Was steht da? Prophezeiung? Prophezeiung, irgendwas mit Prophezeiung stand da gerade. So, schauen wir mal. Politische Entscheidung treffen. Schauen wir mal. Unsere Forschungsteams liegen sich in den Haaren. Sie haben gegensätzliche Vorschläge. Sollen wir in die Verwendung von Technologie zur Verbesserung der Fürsorge für unsere Bürger investieren oder unsere Forschung besser auf die Verbesserung unserer Wartungssysteme konzentrieren? Wartungstechnik. Gyroskopisch. Gyros? persönlicher Lachgas. Mach mal hier. So. Haben wir sonst noch was? Alles läuft rund, steht da unten rechts. Alles läuft rund. Sehr schön. Aber wir können hier auch nichts mehr bauen, ne? Oder bin ich zu blöd, um das herauszufinden, wie das funktioniert? Wir hatten ja einmal hier den Waffenturm. Oder den Wachturm. Ist der eigentlich jetzt schon fertig? Ich weiß es nicht. Ich habe echt keine Ahnung, ne? Was ist das denn hier? Wow, die haben ja sich wirklich Mühe gegeben. Hier war nur ein Lager, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob auch irgendwas in den Gebäuden drin sein kann. Ich habe keine Ahnung. Ich schaue einfach mal hier oben vielleicht. Hier ist auch nur ein Lager. Und hier unten kommen wir wahrscheinlich zu einem anderen Lager. Mehr oder minder. War hier nicht gerade eine Tür? Hier ist doch eine Tür. Tür. Ja. Schalte die Taschen an. Wie kann ich die denn nochmal schnell einschalten? Wir konnten die zwar so über das Menü einschalten, das weiß ich ja. Aber es gab doch noch, ich weiß nicht mehr, irgendwas mussten wir gedrückt halten, aber ich habe keine Ahnung mehr. Gut, keine Ahnung. Ich dachte vielleicht immer hier wäre was, aber hier ist auch nichts. Gut. Ja, wenn alles rund läuft, dann freut sich auf morgen. Was ist denn morgen? Kann ich mit dem reden? Freut sich auf morgen? Was ist morgen? Okay. Alles klar, Freunde, ciao. Gut. Das war die Siedlung. Mehr haben wir hier nicht. Kundschafter durstig. Gut. Wir können hier nochmal drauf schauen, aber irgendwie, ne, Ich habe mir das irgendwie ein bisschen spannender vorgestellt, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Hier haben wir plus außer gelegentlicher Befeuerungsverlust voll parasitärer Eier. Oh. Zeit bis Schulden beglichen sind 85 Stunden. Schön. Ach, der begleicht die selber. Okay, wir können nicht rein investieren. Okay. Gut, ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt. Ne, dass wir hier... Wir konnten jetzt einen Wachturm bauen, aber ich weiß halt nicht, wie wir jetzt hier weiterbauen können. Ob wir überhaupt bauen können, ich habe keine Ahnung. Na gut. Gut, dann würde ich mal sagen, wir haben hier irgendwo das Portal gehabt.
Da vorne. Dann gehen wir mal da durch. Und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht den einen Planeten wiederfinden. Könnte natürlich sein, dass wir das Sonnensystem... das Sternsystem haben, aber, ne? Das ist der Frachter, Frosty the Hood. Hier war das, glaube ich, nicht. Ich gehe mal da hin. Port mich da mal hin, weil theoretisch könnten wir die Basis auch zerstören. Normalerweise, ne? Weil wir hatten, Vergangenheit schon hatte die damals gebaut wegen dem Exo-Anzug-Upgrade. Dass wir mehr Platz haben. Ich muss glaube ich, nochmal die Kommentare durchgehen, weil ich glaube, da stand irgendwas, dass man die Technologieplätze auch aufwerten kann. Aber ich weiß es nicht mehr. So, pass auf. So, tschüss. Okay. Okay, nicht verfügbar. Extern gespeicherte Termin, soll ich jetzt dann... Ja, okay. Interstellare Koordinaten erhalten. Okay. Können wir ja gleich machen. So, Basis löschen. Tschüss. Ja. Huch, waren wir bei dem Frachter eigentlich schon mal? Wir hatten hier direkt einen Frachter in der Nähe? Ja, ja, da waren wir. Ja. Hier haben wir aber auch nichts mit geborgenen Daten, ne? Ich weiß nicht mehr da vorne, aber ich... Ich weiß nicht, ob ich hier jetzt einfach mal, ne, machen soll. Ich habe keine Ahnung mehr, wo das war. Wirklich keine Ahnung. Wie blöd, dass ich mir den noch nicht gemerkt habe. Okay, ist doch noch ein bisschen weiter weg. Ich hätte oben lang gehen können, ne? Ja. Gut. Ah, ja, ich hätte oben lang gehen können. Okay, alles klar. Okay. Eins. Zwei, ja. Drei, ja. Okay, drei. Dann hatten wir hier in der Nähe noch eins. Da. Ja, wir müssen mal nochmal weiter suchen, ne? Huch. So. Technologiemodul eins, ja. Drei. Vier. Nice. So, das kann weg. Nee, warte mal. Nein, nein. Hilfe. Bip, bup, bip, bup, bip, bup. Wir müssen die Inventare auch mal wieder aufräumen, ne? Hä? Okay. Komisch. Wir müssten echt mal die Inventare aufräumen. Gut, im Raumschiff nicht. Exo-Anzug. Ja, gut. Hier haben wir noch das gebrochene Glas. Was war denn das nochmal? Was konnten wir denn damit nochmal machen? Achso, ja, zerschlagen. Okay. Zack, 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 zack. Wächtergrenzkarte. Routeplan. Okay, machen wir. Machen wir doch mal, ne? Ich glaube, das ist mit... Da können wir die Wächter auf der... Nest der Wächter, genau. Dann können wir die nämlich auf der... Auf der Welt ausschalten. Oder auf dem Planeten. Ich weiß nicht, ob das hier so einen Sinn gemacht hat jetzt, ne? Ich weiß auch nicht. Wo waren jetzt nochmal unser Schiff? Schiff, Schiff, Schiff. Wo warst du? Da vorne. Und hier leuchtet noch irgendwas. Natrium, her damit. Sehr schön. Juti. Dann fliegen wir mal dahin. Ich weiß jetzt nicht. Was? Muss ich die jetzt unbedingt machen? Weil eigentlich habe ich genug gerade von Wächtern, ne? Und ich glaube, ich muss die nicht unbedingt machen. Die kann ich für die mache ich für später. Huch. Genau, das wollte ich nämlich machen. Ja. Ach, der zeigt das jetzt so einfach an. Okay. Ah, okay, alles klar. Das ist keine Mission per se, sondern der zeigt das einfach nur an. Gut. Kann er ja hier machen. Kleinere Siedlung. Was haben wir hier? Waren wir hier schon mal drin?
Zack. Ja, ja, perfekt gelandet, ne? Ja, genau so, wie ich es wollte. Bestimmt auf den ganzen Sachen wieder drauf. Ja, ja. Okay, gerade so noch Glück gehabt. Waren wir hier noch gar nicht? So, Schrott können wir mitnehmen. Ne, Schrott nehmen wir immer mit für den Schrotthändler. Aber ich glaube, das müsste ein Observatorium sein, wenn ich mich nicht recht entsinne. Oder was war das nochmal? Ah. Irgendwas ist hier. Okay. Okay, dann schießen wir das mal auf. Entdeckt. Ja, ja. Hallo? Auf was schieße ich? So. Dann gehen wir mal wieder hier rein. Verstecken wir uns hier, ne? Ja, machen wir mal wieder hier den. So, la 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 la. Verschlossene Tür, da kommen wir ja durch. Aha. So, ja, die können ja erstmal suchen, ne? Das soll mir ja erstmal egal sein. Das sieht hier viel nach Forschung aus. Hier kommen wir nicht rein. Hier haben wir noch ein paar Sachen. Hier ist nichts. Hier können wir auch nichts machen. Hier hinten kommen wir auch. Ah. Ach, stimmt, sowas hatten wir ja schon mal gesehen, ne? Aber das können wir nicht mitnehmen. Schade. Ich glaube, das ist tatsächlich dann nur, ja, okay, die Sachen. Und dann halt das Ding in der Mitte, ne? Mehr ist ja auch, ja, es ist so. Hier kriegen wir halt Kohlenstoff, Mass und Sauerstoff, glaube ich, auch. Ich meine, Schaden tut es ja sowieso nicht. Ne? Nicht identifiziertes Material. Okay. Wahrscheinlich draußen. Okay, hier noch und da. Also der Bringer, der Hit ist es jetzt nicht, ne? Okay, wir kriegen nur Kohlenstoff. Ich dachte auch ein bisschen, okay. Der Hit ist es jetzt wirklich nicht, ne? Und dafür verschlossene Tür und dann Atlas 2 Pass. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. So, Nanithaufen nehmen wir mit. Wir gehen gleich sofort ans Terminal. Hier haben wir noch was. So, dann schauen wir mal. Ich schalte schnell durch außerirdische... Achso, ja. Ich schalte schnell durch außerirdische Warnungen, um herauszufinden, was die Einrichtung abgeschaltet hat. Warnung. Doch es ist zu spät. Und ich bemerke, dass mir all das bekannt vorkommt. Zu bekannt. Ich habe das schon einmal gemacht. Sehr oft sogar. Uhr zurücksetzen, temporalen Kondensator aktivieren, Strömungskristalle wieder aufladen. Machen wir das mal. Ich bin für einige Tage in einer Zeitschleife gefangen. Ein automatisierter Prozess rettet mich schließlich. Okay. War wahrscheinlich falsch. Gut. Ja gut, diese Anlagen, oder ist das eine Fabrik? Ich weiß gar nicht mehr. Aber die sind jetzt nicht so... Warum leuchtet das jetzt die ganze Zeit auf? Jetzt nicht mehr, ne? Buggy. Okay. Haben wir hier irgendwo in der Nähe noch... nee, hier haben wir gar nichts. Hier ist... Ah, hier ist sowas von tote Hose. Da müsste mal gewesen sein. Gut. Gut, gut, gut. Hallo Wächter. Tschüss. Warte mal, hier ist noch was versteckt. Ja, das Licht. Natrium. Wo war denn jetzt das Schiff? Oh, der Hund ist auch da. Hallo Hund. Aber bin ich jetzt einmal... Ich bin in die falsche Richtung gelaufen, ne? Ja, ja, herzlichen Glückwunsch. Warte mal, wir waren auch auf der Seite. Warum habe ich das denn nicht... Okay, manchmal... Ich frage einfach nicht, ja? Ja, ich... ja. Gut. Gut. Ja, aus einer anderen Welt entdeckt, machen wir das mal, ne?
Ich weiß halt nicht, wir wollen, klar, wir wollen die, oder beziehungsweise die geborgenen Daten, beziehungsweise den Planeten, aber ich weiß halt nicht mehr, wo der ist. Keine Ahnung. So. Jetzt müsste, warte mal, Galaxiekarte. Da ist es. Wie komme ich denn nochmal? Ah, so, okay. Ja, ich muss mich da erstmal wieder, ne? Hypertrieb hat keine... Was? Ich finde es so blöd, ne, dass man dann hier erstmal wieder raus muss und dann... Wo haben wir denn den Hyperantrieb? Ja. Aufladen. Keine Warpzelle. Oh, okay. Antimaterie. Dann brauchen wir einmal Gehäuse. Dann machen wir mal drei Warpzellen. So, Warpzelle. Okay. Haben wir Gehäuse noch gehabt? Gut. Dann einmal hier rein. Zack. Dann wieder. Sind wir wieder bei 100%? Abreise von Nicole. Nicole. Nicolette, ne? Wir nennen sie jetzt Nicolette. Nico. Mit Doppel-C. Nee, so, ne? Nicolette. So, Nicolette. Gut. Galaxiekarte und dann. Ach, Mann, ey. Ich müsste mir echt nochmal. Aber ich weiß nicht mehr, in welcher Folge das war. Ne, wenn ich jetzt sagen würde, okay, pass auf, ich weiß, dass das war in Folge 55 oder 65, wo wir da waren. Dann würde ich sagen, okay, pass auf, ich schaue mir das nochmal eben schnell an und dann weiß ich, wo das ist. Ja gut, die Frage war, ob wir in dem Sternsystem nur hingeworbt sind. Was? Was? Okay, nicht in Reichweite. Nimm ein anderes. Nimm noch ein anderes, hallo. Alter. Achso, ja stimmt, wir können ja so, ne? Die sind alle nicht in Reichweite, Junge, was ist los? Ah. So. Schießen. Man hat auch nicht mal einmal Ruhe, ne? Entweder sind die Wächter oder sind die Piraten. Oh mein Gott. Nicht in Reichweite. Bitte ein anderes auswählen. Ja, leck mich doch am Arsch, ey. Mann. Ach, das ist wieder so ein Frachtergedöns hier, ne? Ja, ja. Flucht möglich. Ja, ich will aber nicht flüchten. So, da haben wir ihn. Okay, ich kann da nicht durchschießen, ne? Weil hier noch, ja, der ist hier drin. Okay. Tschüss, Junge. Ja, wir kriegen auch gerade richtig einen auf die Schnauze. So, müssen erstmal wieder da durch. Einmal ein paar Raketen drauf. So, ciao. Und der letzte im Bunde. Nicht in Reichweite. Ah, guck mal wieder. Oh Gott, der kriegt ja richtig einen auf die Schnauze. Oh, hallo. Oh, Raumschiff kuscheln. Sehr schön. Aber ich muss mal wieder in No Man's Skies rein. No Man's Skies. In Starfield reinschauen, ne? Ja. So lange nicht drin gewesen. So, tschüss. Oh, Gott sei Dank. So. Ja, ich weiß, komm an Bord. Bla, 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 bla. Kommen wir zum Ben. Ciao. So. Ja. Ja, komm, machen wir mal eben. Gehen wir mal da eben rein. Ne? Wir können ja noch ein paar Units abstauben. Ist das laut? So, da wären wir. Deine Hilfe wird belohnt werden. Ja, das will ich doch hoffen immer.
So, zack, nach oben. Hallo. Der Captain war... Der Captain Cook. Der Captain war hier. Hallo, Captain. Mama, ohne Hilfe von Reisender Korvax, bla bla. Lichtern flackern schnell über das Visier der Lebensform und sie nickt fast unmerklich nach vorn. Sie scheint mir Dankbarkeit zu zeigen. Er gestikuliert in Richtung des Bedienfelds seines Frachters, als wollte er mir an... Ja, Frachter inspizieren, können wir mal trotzdem mal machen. 128 Millionen. Alter. Vergleichen. 110 Millionen, ja. Oh, nee. Tschüss. Aber du kannst mir was anderes geben. Ja. Ja. So, Bezahlung. Bezahl mich! Ansehen verbessert. Nani, 235. Okay, nehme ich gerne mit. Gold haben wir nochmal bekommen. Oh, 371 Gold. Geil. Mega. Gold kann man immer gut gebrauchen. Gut. Warte. So. Hallo, Hilfe. Dann gehen wir mal zum Basisarchiv. Ich mache schon wieder komplett andere Sachen, als ich eigentlich... Ja, Mann. Ja, das Ding ist das der Planet, ne? Wenn nicht, müssen wir... Wir können auch mal bei Vaterchen Frost gucken oder Frosty the Hood. Nee. Vaterchen Frost, genau. Wo ist es? Wo ist es? Da hinten. Ein Archiv in ferner... In ferner Weite? Wie viel haben wir eigentlich noch? Impuls 90, okay. Sehr, sehr... Was? Was? Hilfe? Was war denn jetzt los? Okay. Eintritt in die Atmosphäre. Nee. Hilfe! Was ist los? So. Okay, irgendwas stimmt hier nicht, ne? Okay, hat er sich wieder ach, das ist da, okay. Unentdeckt scannen. Okay, dann schauen wir mal, was wir jetzt bekommen. Vielleicht haben wir ja Glück und hier sind viele verborgene Daten. So. Da hinten, was ist das denn? Uran? Oder was war das nochmal mit dem leicht grünlichen? Ja, ja. Ach, Ammoniak, okay. Hier war nur der ungefähre Standort, ne? Okay. 360. Ein über diese Gravitino-Bälle. Junge. Ich würde sie gerne mitnehmen, wenn nicht direkt die Wächter kommen würden. Ja, dann würde ich sie mitnehmen. Obwohl eigentlich... Eigentlich, ne? So, wo waren denn die ersten? Hier vorne. Ah, okay. Hallo? Was? Was? Wieso? Was? Wieso? Wieso Unterdrückungsmaßnahmen? So, jetzt habt ihr das davon. Jetzt klaue ich euch die Bälle. Tschüss. Achso, Verstärkung trifft auch noch ein. Ah, okay. Hm. Verlasse den Bereich. Ja, aber sowas von... Aber sowas von verlasse ich den Bereich. Da kannst du... Ah, oh, diese blöden Steine hier überall. Mann! Was ist das denn mit dieser scheiß Unterdrückungsmaßnahme auf einmal? Ist das neu oder was? Sollen sie die Kacke wieder rausnehmen? Ganz ehrlich. Das ist ja mega nervig. Zack. Ja, ich weiß. Hab's extra gemacht. So, jetzt ist die Frage, wo ist... Ah, da vorne, ne? Oh Gott, Alter.
wie schnell hier das Jetpack leer geht. Junge, Junge, Junge. So, speichern, kartieren, zack. Dann hier nochmal alles mitnehmen. Wächter suchen, sehr schön, sollen sie mal machen. Ja, Schiff nicht in Reichweite. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es gerade mega... mega blöd ist. So, wir schauen erstmal. Guthabentransfer. Ja, danke. Okay, sonst haben wir nichts. Schauen wir mal. Ich habe die von meinem Basiscomputer markierte Position erreicht. Das Fernarchivterminal brummt in Erwartung meiner Eingabe. Auf Erinnerung zugreifen. Versuch, Erinnerung bei zu lesen. Ja, hatte selber keinen Bock, das, ne? Wir sehen, wie die Wächter durch die Leere schwärmen, sich auf den Befehl einer unbekannten Macht in diese Dimension hinein und die daraus hier herauswirken und die Echos der Toten in den Archiven verstauen. Selbst tut es den anderen nicht gleich. Er starrt mich einfach an und sein Licht leuchtet dabei unverändert. Das beruhigt mich. So, Physenspeicher durchsuchen. Ich durchsuche den Physenspeicher, der mit dem Terminal verbunden ist. Wer auch immer diese Nachricht aufgezeichnet hat, hat auch eine Technologie hinterlassen. Strahlungsschutzmodul. Okay. Sehr schön. Thank you very much. This is very cool. Okay. Da hinten sind schon wieder die Wächter, ne? Ach, lecko mio, Alter. Mein Gott, sind die nervig. Ja, hier haben wir nicht viele... vergrabene Technologie-Module. Huch, Hilfe. Okay, ich sollte sofort das Schiff rufen und hier abhauen, ne? So, zack. Nicht, dass gleich wieder kommt. Übernahmemaßnahme. So, schnell, komm, zack, 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 zack. Mach hin, mach hin, mach hin, mach hin. Schnell rein in die Nicolette und ciao hier. Ciao mit V. Bevor noch die Wächter abfangen. Was ist das denn da hinten? Oh, sieht aus wie der Grand Canyon. Oh, guck mal hier. Ui, nice. Ui. So, warte mal, ich weiß gar nicht, wie lange ich aufnehme. Oh, schon Überlänge. Ah. Ich hatte OBS nicht offen. Cool. Obwohl ich das direkt immer sehe. Oh nein. Bitte nicht, Alter. Lass mich doch einfach mal in Ruhe, ey. Das ist so nervig. Wer immer diesen Scheiß reingebracht hat, sollte verflucht werden. Och mein Gott. Unterdrückungsmaßnahme ausgelöst. So, für Aberglaube. Machen wir mal schnell. Bla 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 bla. Ein Augenblick, bla 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 bla. Da kommen schon die Wächter, ich sehe sie. So, sie greifen mich gleich an. So, ich schau ab. Ciao. Ansehen verringert. Ach Mann, ey. Boah, ich kotze bei diesen Wächtern, ne? Wirklich. Ich kotze echt in Strahl. Meine Fresse, sind das nervige Viecher. Das kann doch nicht wahr sein. Maßnahme. Du kannst hier nichts mehr in Ruhe machen, ohne dass diese Scheißviecher dich angreifen. Meine Fresse, ey. Wirklich. Das geht mir so auf den Piss gerade. Entschuldigung, aber das nervt halt ungemein. Weil du nichts mehr in Ruhe machen kannst. So, Wächter, ciao. Ich rufe jetzt nochmal mein Schiff. Kostet ja nichts, ne? Wir haben's ja, wir haben's ja. So. Na, los. So, Nicolette. Dann fliege ich nochmal zur Raumstation.
Ne, das mache ich nochmal in dieser Folge. Um den Anzug. Hilfe? Um ja, den Platz vom Anzug nochmal zu erweitern. Um einen. Eingehender Nachricht, Flottenfrequenz. Nein! Lass mich in Ruhe. Wo ist es denn? Da hinten. Oh. Also ich muss sagen, so eine nervige Aufnahmesession habe ich schon seit... Was denn? Großschiff in der Nähe. Sag mal, willst du mich verarschen? So, jetzt aber. So eine nervige Aufnahmesession habe ich seit langem nicht mehr gehabt, ne? Das ist ja wirklich nur noch nervig. Flieg doch bitte einfach zum Punkt. Was ist denn los? Muss das vorher markieren für dich. Oh Mann, ey. Echt nervigste Aufnahmesession ever in No Man's Skies. Und diese Kackwächter, ne? Also wirklich, ich kann's echt nicht mehr haben. Ich kann's echt nicht mehr haben. Wenn das wirklich jetzt die ganze Zeit immer so ist, dass irgendwo random ein Wächtertyp auftaucht, eine Wächterdrohne, und dich scannt und sagt, ah ja, du bist böse. Ganz ehrlich, was ist das für ein Kack? Ich weiß halt nicht, warte mal, ich will mal kurz gucken, wir waren da drauf, ne? Ne, da waren wir nicht drauf. Aber den können wir kurz scannen. Wo waren wir denn drauf? Egal, komm. Egal. Waren wir hier drauf? Da waren wir auch nicht drauf. Ich weiß halt nicht. Warte, ich scanne den auch nochmal. Ich weiß halt nicht, ob man das irgendwie an den Daten erlesen kann. Ob da jetzt viele verborgene Daten sind oder nicht. Ah, Mist, ey. Ich hab... Ach, Mann, ey. Mich ärgert das, ne? Ich will unbedingt an der Basis weiterbauen. Aber ich möchte halt erst die ganzen Sachen freischalten dafür. Weil es nützt nichts, da irgendwie was zu bauen. Ne? Dann baust du das, dann ja, aber dann schaltest du das wieder frei. Weißt du, und dann kannst das... Und dann will ich das nicht nochmal alles wieder ändern. Weißt du, wie ich meine? Das ist halt so... Das denke ich mir halt die ganze Zeit. So, pass auf. Das Ding nehme ich in der nächsten Folge mit. Obwohl, warte mal, wir sind gerade hier. Ich nehme das jetzt eben mit. Komm. Aber ich sag schon mal tschüss, ne? Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. momentan ist echt nervig. Momentan ist echt nervig. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao mit V. Tschüss.